jetzt gleich wieder die Anmoderation. Alles klar. Alles klar. Wieso hast du jetzt eine Pause gemacht? Weil jetzt die Folge zu Ende war. Achso. Machst du es jetzt doch an Folgen und keine Sessions mehr? Ist das zu aufwendig? Was? Sind einfach Folgen? Ja, vorher hast du es ja mal in... Nein, vorher hast du es ja mal 50 Minuten so aufgenommen. Ach so, läuft es weiter. Es läuft weiter. Also. Verstehst du? So, So, weiter geht's bei Resident Evil. Oh, Simba wieder. Auch wenn ihr das nicht... Auch wenn ihr das nicht wollt. Wir sind wieder da. Doch Mist. Ihr müsst uns gucken. Sonst... Ich muss meine Familie ernähren. Die ganzen drei Menschen, die uns zugucken wahrscheinlich. Naja. Also wer das gelesen hat, kann einen Kommentar schreiben. Alles klar, ja. Alles klar. Wer das gelesen hat, danke Jared. Habe ich das gesagt? Ja, wer das gelesen hat, kann ja einen Kommentar schreiben. Ja, bis jetzt hat eh schon wieder keiner mehr zugehört. Naja. Ja. Jetzt ist das Video schon wieder abgeschaltet. Hauptsache, ich habe bis zur Werbung durchgeschaltet. Dankeschön. Oh Mann. Okay. Ja, das ist das Wichtigste, ne? Kennen. Level kennt man auch. Wir würden ja schon eine Videofolge keinen Spaß machen würde. Nee, eigentlich haben wir gar keinen Spaß am Zocken, ja. Nee. Deswegen spielen wir auch immer wieder dieses Spiel hier. Ja. Oh, das ist ein Riesenhund. Riesenhund. Also die 95 Cent oder was das waren, haben sich auf jeden Fall gelohnt. 99 Cent. Nein, als wenn das 99 Cent gekostet hat. Doch, genau 99 oder 98 oder so. Irgend so eine krumme Summe. Kann ja gleich mal nachgucken. In meinen krassen Steam-Einkäufen. Wenn ich es denn da wiederfinde. Ich meine nur. Zu viel Geld. Ausgegeben. Immer diese 40 Cent Spiele. Ja. Wo man sich so denkt, oh, die sehen ganz nett aus. Kann man sich ja mal kaufen. Und dann kommt einfach dieser Zeitpunkt, in dem du, an dem du in deiner Steam-Bibliothek einfach 116 Spiele hast. Kennt ihr diesen Schwanz-Entertainment-Moment? Wenn ihr euch ein Spiel einfach kauft, weil es billig ist. Alter, hast du das gerade gelastet? Ja. Kleiner Asi. Ja, ich habe selber Schaden davon bekommen. Also, so Asi bin ich gar nicht. Mann, ich habe gedacht, das stimmt jetzt mal. Das ist ein Hurensohn, man kann ihn einfach nicht töten. Nein, ich will keinen Call einsetzen. Was ist denn das für ein... Alles drauf, alles drauf, alles drauf. Das kann, du machst mehr Schaden, wenn die jetzt gefreezt ist. Ist das so? Ja, stand im Ladescreen. Crazy, crazy Boss, Motherfucker. Ich glaube, so ein Gegner, so ein Vieh haben wir noch gar nicht gekämpft. Nee, ich glaube auch nicht. Oh, meine Muni ist ein bisschen in Arm. Alle sein. Am nicht mehr da sein. Nicht mehr da sein. Dann weiter. Nee, doch nicht. Lol. Lol. Ach, der spawnt in mir drin. Bin ich gar... Ja, ich sollte mich vielleicht heilen. Mach ich aber nicht. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich was erreicht in diesem Spiel. Das, alles klar. Ich bin gestorben. Doch nicht. Aber ich habe das Minimum an Leben. Ich habe einfach keine Munition mehr. Komplett gar nicht? Doch, noch 20. Und 8. Ah ne, hier, ach, die Shotgun hat noch was, oder? Ich habe einfach wieder Leben bekommen. Ich habe es anscheinend live reck. Du hast sie alle live gereckt. Alles. Ist dir jetzt aber trotzdem das kein Kraut abzeichnen? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ja kein Kraut verwendet.
Ja, ich muss mal die neue, mir eine neue AK gönnen. Meine AK ist richtig gay mittlerweile. Also nicht gay, sondern halt. Ich brauche halt einfach ein Magazin für ein Vieh. Ich hab ja mein Moped. Alles klar. Oh Leute, ich habe irgendwas freigeschaltet. Ich habe aber nicht hingeguckt, was. Ich hab ein neues Scharfschützengewehr. Ich auch. Erhalte 40.000 Gold. Aha. Reihe 2 auf schwer können wir jetzt schon spielen. Oder so in der Richtung. Wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Nice. Oh. Jetzt mal wieder irgendwas bewerten lassen. Reihe 2 auf schwer spielen wir gerade. Keck. Ah, ich brauche nur noch ein Abzeichen. Das können wir jetzt noch machen. Hier brauche ich das Kein-Kraut-Abzeichen. Das ist eigentlich easy zu machen. Dann können wir nämlich 3 auf schwer spielen. Also ich muss noch ganz gucken, ob ich einfach schon zufälligerweise Nein, musst du nicht. habe. Die besser ist, weil meine ist jetzt nämlich Stufe. Ah, sie ist Stufe 20, okay. Es ist crazy, es ist schon wieder richtig warm. Ich kann mein Fenster auflassen und mir wird nicht kalt. Es ist voll krank, ja, alles. Vor allen Dingen hat ja heute richtig die Sonne geschienen, ey. Geht so, ne? Doch voll. Ich bin davon aufgewacht. Alles klar. Ja, Stufe ich muss ja. 29 AK, das hört sich doch ganz gut an. Ich muss dir erstmal mein Mittagsschläfchen machen. Ich hab schon wieder mein Inventar ist voll. Ich hab schon wieder mein Inventar ist voll, alles klar. Alles klar. Ich kann mir mal wieder eine neue Magnum kaufen. Ah, ne, die macht weniger Schaden, die will ich nicht. Die Anaconda ist schon ganz weit vorne. Mit dem Schaden? Hm. Auf jeden Fall. Zielsuchende Oh, Munition. da war so das gerade hier. Wo war es? Model wahrscheinlich. Ich habe mir jetzt zielsuchende Munition gekauft. Oh, okay, das gönne ich mir. 7200 Schaden. Auf 1, 2, 3er Attack Speed. So, gab es jetzt auch so eine zufälligerweise eine Shotgun, weil die können die mir auch nochmal gebrauchen, eine gute. Oh, Kapazität 9. Ja, die So. ist gut. Die ist besser als meine auf jeden Fall. Wenn ich mir da was gekauft habe, wo ist das dann? Ich finde es nicht. Hä? Es ist einfach in deinem Waffenarsenal. Ja, ich hab mir sowas gekauft, aber irgendwie ist es nicht da. Achso, oh Leute, ich wollte jetzt nicht. Zielsuchende Munition. Ah, hier ist er. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt Oh, gerade für die. zielsuchende Munition, Schaden verbessern und Alter, du kannst mir doch Wetter. hier keine zielsuchende Munition geben, das geht ja gar nicht. Doch, Junge. Alles klar. So, hier habe ich das Kein-Kraut-Abzeichen nicht, deswegen machen wir jetzt diese Mission hier. Wo ist die bessere Shotgun? Die war doch eben noch besser, oder nicht? Och komm, Jared. Langsam langt's hier. Also, Was? ne? Hier. Leg mal einen Gang ein. Ja, sorry. Die nehmen sich gerade. Ach so, oh Leute, ich bin so geistig behindert, ne? Stimmt. Ja, hast du recht. Bist du jetzt ready? Ja, ich bin ready. Geht doch. Ja, ich habe gerade aus Versehen gedacht, ich habe auf die Stats der ausgerüsteten Waffe geguckt und habe die nicht auf die der ausgewählten und die hat sich dann logischerweise nicht verändert. Jared, ist das eine Sucht? Was? Die ganze Zeit mit deinem Feuerzeug rumzuspielen. Ja, natürlich. Hast du schon mal Zippo gehabt? Ja, hab ich. Ich hab ja auch schon selber damit rumgespielt. Du hast selber gesagt, ich könnte das den ganzen Tag machen. Nein. Ach so, Das will ich auf Video. Es hast. Alles klar. Stufe 13. Ja, was hast du uns hier angelacht? Angelacht? Ich habe einfach eine Mission gemacht, wo ich das Kein-Kraut-Abzeichen nicht habe. Habe ich doch gesagt. Ist ja egal, wenn du. Oh Junge, machen die mir viel Schaden. Nicht. Oh. Was ist denn das für eine
Low Elo hier. Weißt du, von meiner Vereisungsflasche, die eigentlich nur stunnen soll, hat er schon die Hälfte Leben abgezogen. Ja, das sind keine Zustände. Jared, ich brauch einfach das kein Krautabzeichen und dann bin ich... Wow, Mini-Zombie. Dafür gibt's dann neue Level, sagst du? Ja, wenn ich das dann fertig hab, dann gibt's... also nicht neue Level, aber... schwerere. Wahrscheinlich so auf Level 24. Also die werden dann schon crazy. Wir können uns ja Level 1er Waffen ausrüsten und gucken, ob wir das damit schaffen. Weißt du, dieses Spiel stresst mich einfach so null. Deswegen ist es ja schön zum Aufnehmen. Ja. Man braucht sich einfach auf nichts konzentrieren. Ja, generell stresst mich das nicht so, ne? Aber so beim Aimen, ich lass mir immer so schön. Das kannst du einfach Zeit lassen. Ja. Aber alles hier sehr entspannt. Meine Nase ist so dicht, ne? Mhm. Ob das nur deine Nase ist? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von Resident Evil. Du wolltest ja nur das kein Krautabzeichen. Ja. Oh, ich hoffe, das war auch das kein Krautabzeichen, das ich brauchte. Ja, war's. Das wäre jetzt bitter gewesen. Lol, ich habe gerade eine Magnum gedroppt. Der droppt die Magnum. Ich drop die Magnum. Drop the base. Nein, drop the Magnum. Okay. Ich habe immer zu viel Scheiße. Es kotzt mich so an, ne? Ich find's eigentlich ganz nett. Ja. Auf sehr schwer können wir jetzt die ersten Missionen spielen. Und weißt du, was sehr schwer für eine Stufenanforderung hat? Ja. Das schwerste davon ist 24. Oh Mann. Das ist einfachste, bitte das schwerste. Das schwerste, allerschwerste. Also du meinst jetzt, wir sollen richtig reinscheißen? Ja, bitte. Okay, wird sowieso nicht schwer, aber ja. Das Spiel war noch immer am Anfang schwer. Mann, es ist doch traurig. Es muss doch irgendeine Herausforderung hier geben. Upsala. Also das Spiel kann man auf jeden Fall empfehlen. Krasse Kaufempfehlung, wenn es mal wieder im Angebot... Was? Nein, hä? Warte mal, es gibt sicherlich auch Leute, die sind scheiße in diesem Spiel. Oh, lol. Oder vielleicht würden uns irgendwelche krassen Resident Evil Pros auch als scheiße ansehen. Ja, wahrscheinlich, weil wir noch nicht die aufgepunchten Waffen des Zorns haben. Aber weißt du, ich kann wenigstens sagen, dass ich nicht so viel Zeit meines Lebens verschwendet habe. Krasse Waffen. In Resident. Meinst du, es gibt Leute, die das Spiel serious spielen? Das hab ich schon mal. Oh lol. Glaube ich. Ja, ich habe das schon mal in der Folge gefragt. Und darauf hast du nichts geantwortet. Das war auch auf dieser Map, glaube ich, sogar. Ja. Erstmal daran gewöhnen, dass ein... Ein Magazin. Genau. Kann sich halt nicht drauf verlassen, dass die einfach sterben, wenn du drauf schießt. Ich glaube, es gibt schon Spiele, die dieses Spiel spielen mit der Intention, Höchstlevel und geile Waffen zu kriegen. Alles klar. Waffen sehen hier halt auch richtig fett aus, ne? Jaja. Ich meine, das habe ich bei Diablo auch, das hab's auch nur gespielt, weil ich cool sein wollte. Heute coole Ausrüstungen so haben. Aber bei dem Spiel ist das ja zweitrangig eigentlich. Dass irgendwas cool aussieht. Was? 27, 26? Ach, ich bin infiziert, okay. Was aber jetzt. Du? Ich bin infiziert und wenn man in der Zeit, in der man infiziert ist, also das Vieh nicht tötet, dann wäre man gestorben. Aber. Also schätze ich mal. Aber. Guck mal, ich habe schon krass viel Leben weg hier. Komm, wir laufen mal zusammen rum. Wasser Typ. So genießt man's Leben. Einfach zu Boden gesprayt.
Ich glaube, das Einzige, was an den Leveln schwerer wird, ist, dass die Viecher mehr sind. Ja, die kommen halt einfach von überall. Du musst halt, wenn du müsstest halt systematisch vorgehen. Eigentlich am besten dich halt in einer Ecke verschanzen oder so, glaube ich. Aber es sind halt jetzt 40 Viecher halt, die man töten soll. 40, überleg dir das mal. Ja, wir vorhin auch schon. Ich finde das so schön bei, welchem Spiel war das? Ich glaube, es war, wie hieß denn das mit der Crazy Sniper, wo du die Kugel lenken konntest? Bulletstorm. Bulletstorm, genau. Da gab es ja so eine schöne Statistik, die musst du dir mal gönnen. Ja, ich weiß. In diesem Spiel einfach so viele Leute. Weiß. Machst du das Spiel? Ja. Aber ich habe ja die deutsche Version. Ich hatte eine gecrackte Uncut. Ich meine, legal aus dem Internet gedownloadete Version. Legal erworben. Legal erworben. Ja, ich habe mir das bei Steam gekauft, als es irgendwie nur 5 Euro gekostet hat, weil ich dachte, das Spiel ist cool. Ja, ich auch. Aber in der Uncut-Version, in der Cut-Version ist das Spiel eigentlich nicht zu ertragen, weil es komplett seinen Sinn nicht mehr hat. Lol, was mit dem? Der ist voll blau. Er macht blau. War der witzig? Der war gut, oder? Oh, lol, Jan. Oh mein Gott, Jared. Ich muss den Kraut benutzen. Oh ja, das Kraut hat mich auch geheilt. Ja, wenn wir nah genug aneinander stehen, wir heilen uns beide. Das heißt, ich krieg das kein Krautabzeichen. Und du nicht. Ne, bin ich sicher. Ich bin schon. Hab ja keins benutzt. Auch egal, ich benutze. Ich hab mehr Abzeichen als du. Wenn Maul jetzt nicht mehr. Ah, bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte eben noch 2 mehr als du. Ist ja ein krasser Typ, ne? Ja, du musstest in ein paar Level schon mal Kraut benutzen, wo ich keins benutzen musste. Ja, das wird sich alles ändern. Alles klar. Ich spiele jetzt offscreen ganz viel dieses Spiel. Offscreen, ohne Bildschirm einfach. Ja. Der ist gerade irgendwie gespawnt. Oh Junge, das war schon ein anstrengendes Level. Und ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt beendet habe, aber... war eigentlich richtig dumm. Egal, immer noch ein Abzeichen mehr als du. Sicher? Ja, habe ich. Okay. Miau! Alter, dieses Bild, Junge! Das ist crazy, ne? Oh, scheiße! Mein Blick, Alter! Och, nicht ernsthaft. So. Ach, noch was? Warum läuft meine Musik nicht mehr, Jared? Ich weiß nicht. Kannst du mir das immer erklären? So. Und das war's dann schon wieder. Ja, das war's. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.